Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, Leute, in der letzten Folge haben wir einen Drachenfeldzug gemacht und das, wir haben es auch erfolgreich bestanden. Ja, die Rock ist wirklich so eiskalt. Ja, selbst Johnny sagt schon, dass Rock eine eiskalte Hure ist. Ja, dann sag ich mal, lass uns nicht so lange quatschen und direkt aufhängen. Hey Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motor. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Kannst du Sixth Street trauen? Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Sunset Motel? Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Okay, gehen wir. Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Ein Partner. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot. Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Warte. Oh, das hab ich erschreckt, ey. Oh, ich kann nicht. Hey, Noah. Hey, neuer Auftraggeber oder neuer Freund? Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street, was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken Sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Danke, ich will nichts trinken. Mir ist nicht nach Trinken zumute. Aber tu dir keinen Zwang an. Hab ich nicht vor.
Noch eins, bitte. Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Willst du denn in Alakaldos zurückgehen? Meinst du, du gehst zu den Aldekaldos zurück? Ich meine, nicht jetzt, klar. Aber irgendwann? Weiß nicht. Einerseits habe ich niemanden außerhalb des Clans. Scheiße. Ich kenne gar kein anderes Leben. Und andererseits? Will ich wissen, wer ich ohne meinen Clan bin? Wer wäre ich, wenn ich in Night City bleibe? Ich musste meinen Clan auch verlassen. Ach ja, stimmt. Bäckerfamilie, richtig? Aha. Dann kam ich nach Night City, sah meine Chance und hab sie ergriffen. Und? Und hab so gut wie alles verloren. Scheiße. Du machst mir aber Mut. Lass uns über was anderes reden. Egal was. Sind die Waffen fertig? Was die Waffen angeht, sind wir mit denen fertig? Oh nein. Die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Die müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier zwei Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Vielleicht nur ein Zimmer? Vielleicht nur ein Zimmer? Gute Idee. Noah hat in allen Zimmern zwei Einzelbetten. So sparen wir Geld. Nicht wirklich, was ich meinte. Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Worauf wolltest du denn hinaus? Ich bin halt echt froh, dich getroffen zu haben. Ich dachte... Das bin ich auch. Hätte ein echt beschissener Tag werden können. Aber dank dir ist alles gut gelaufen. Vielleicht sollten wir das ein bisschen feiern? Klar, das sollten wir. Aber nicht heute. Bin total fertig. Noah, wir brauchen ein Zimmer. Einzelbetten. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. So langsam lässt der Stress auch nach. Ich penne wahrscheinlich ein, sobald ich mich hinlege. Du solltest dich auch ausruhen. Das ist erst der Anfang. Das ist der Plan. In den Spiegel schauen. Okay, hinlegen. Nacht. Mhm. Es ist ein Bot. Wo ist die gegangen? Charakterauswahl. Reflexe. Inverter.
Nein. Haben die einen besseren Sniper? Das ist mal was. Oh. Handtech? Cool, das nehme ich. Okay. Ja? Was bietest du an? Knarren. Die besten in den Badlands. Pistole, was richtig guter Schaden macht. Okay, nein, der ist scheiße. Noch beschissen als vorher. Wegen der? Nicht wundern, das sind nur Leute, die wo... Das sind nur meine Nachbarn, die wo gerne reden wollen. Nö. Ich brauche Waffen. Was ist das für ein Scheiß? Okay, nee, dann alles verkaufen. Doch Power, ne. Und dann behalte ich die mal alle. Und Messer kann weg. Weg mit dem Scheiß. Mhm. Ach, Alkohol weg. Auf. Hast du Hilfe? Kann ich dir helfen? Nein, kannst du nicht. Bin aber gleich fertig. Die Ruffin haben mein Baby richtig zerfickt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Und du? Gut geschlafen? Und du? Hast du gut geschlafen? Ich glaube, du hattest Albträume. Hast ein paar Mal geschrien. Wirklich? Mach dir nichts draus. Ich bin's gewohnt.
Als Mitch und Scorpion aus dem Krieg zurückgekommen sind, haben sie sich jede Nacht im Bett gewälzt. Monatelang. Irgendwann legt sich das. Mhm. Wollen wir es hoffen. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Warum muss der AV da runterkommen? Warum holen wir den AV genau an der Stelle runter? Sobald er auf dem Boden ist, müssen wir ihn orten und das Ziel mitnehmen. So schnell wie möglich. Und das Terrain da ist typisch kalifornische Wüste. Flach, trocken und leer. Da sind sie uns ausgeliefert. Moment, nochmal. Der Schraubenschlüssel ist unser Auto, richtig? Mhm. Der Cutter ist der AV. Und da am Schraubenzieher muss der AV abstürzen. Und die Klemme ist das Satellitenkraftwerk. Damit zwingen wir den AV zur Notlandung. Satellitenkraftwerk? Ja, da müssen wir einbrechen. Aha, soweit alles klar. Und dann? Und dann jagen wir dem AV einen fetten EMP rein. Warum frage ich überhaupt? Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Puls aus. Das sollte die Bordelektronik killen. Soll heißen, die Motoren fallen aus? Nicht nur die Motoren. Alles. Antrieb, Navigation, Kommunikationssysteme. Vergiss nicht, wir brauchen Hellmann lebend. Wäre schön, wenn nicht nur Trümmer vom AV übrig bleiben, okay? Ich weiß. Ich hoffe nur, er ist angeschnallt. Wenn meine Idee funktioniert, kommt eine ruppige Landung auf ihn zu. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Also, es geht los. Was erwartet uns da? Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, Rogue, Nash, die Ruffen... Ganz dünnes Eis, wie. Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Also ich musste mal einen echten Leguan schmuggeln. Ernsthaft? Einen lebenden? Ja. Er war im Tiefschlaf, in der Kühlbox. Warum auch immer. Jedenfalls habe ich einen Arsch voll Geld dafür bekommen. Und, kannst du das toppen? Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Gleichstand, würde ich sagen. Tot, im Kofferraum. Na gut, du hast gewonnen. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Verbinde dich. Ist das nötig? Müssen wir damit echt unsere Zeit verschwenden? Müssen wir. Es sei denn, du hast so eine schon mal benutzt. Ohne Hilfe, in Bewegung, unter Beschuss aus allen Richtungen und trotzdem geschafft, etwas zu treffen. Aber irgendwie bezweifle ich das. Also Klappe zu und Stecker rein. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst. Die Buchse spinnt ein bisschen. Muss manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße. Ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit, wie. Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken.
Kein Grund zur Sorge. Ich weiß, aber kein Grund zur Sorge. Ist nichts Gefährliches. Für dich vielleicht nicht, aber mein Auto hat nur Standard-Security-Software. Wenn das was Fortschrittliches ist... Nein, nichts Fortschrittliches. Eher ziemlich verstaubt. Hast du einen Clown gefickt? Wenn das alles vorbei ist, solltest du zu einem Ripper-Doc. Ja, ja, Mama. Okay. Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Cool. Hey, wenn du vor dich hinträumen willst, mach das bitte nach dem Kalibrieren. Gut, nächstes Ziel. Einzelschuss. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Deine Software könnte ein Update vertragen. Die Kalibrierung ist okay, aber deine Software könnte ein Update vertragen. Scanner, Steuerung, alles mehr als zwei Generationen alt. Selbst in der Grabbelkiste auf dem Kabuki-Trödelmarkt gibt's bessere Tech. Ich kann dir helfen, was zu finden. Sicher. Viel wichtiger ist, dass es jetzt erstmal hier läuft. Und wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne eine Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Wirst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma. Und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Es geht nicht um die Godzilla, sondern ums Überleben. Vielleicht ähneln wir uns tatsächlich. Vielleicht ist da was dran. Was uns passiert ist, muss einen Effekt gehabt haben. Du bist mir ähnlicher, als du denkst. Wirst schon sehen. Das ist aber nichts Einseitiges. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Auf keinen. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Versorgt dieses Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Versorgt das Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Rauslehnen, das sind eine Menge Antennen. Woher wissen wir, welche die richtige ist? Oh, die Antennen ziehen sich die ganze Schnellstraße entlang. Mhm. Sie sind miteinander verbunden, praktischerweise. Wir müssen nur mit dem Kollektor rumspielen. Dann folgt eine Kettenreaktion. Und jede einzelne Antenne sendet einen Impuls aus. Der AV wird wie eine Fliege auf ein Spinnennetz zufliegen. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment abfeuern. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, kümmere ich mich um eine Umgehung für den Zünder. Du überlädst die Systeme. Können wir es nicht einfach hochjagen? Panam, wollen wir die Spielchen nicht lassen und das Kraftwerk einfach hochjagen? Würde ich ja gern, aber eine Explosion würde das Sicherungsprotokoll auslösen und die Systeme runterfahren. Ganz Night City wüsste, wo wir sind, bevor wir die Protokolle überschreiben könnten. Aber nette Idee. Vielleicht nächstes Mal. Systeme überladen? Aye, aye, Ma'am. Wann ist mein Einsatz? Hoffe natürlich, dass es nicht allzu kompliziert ist. Ist es das? Sollte es nicht sein. Du drehst einfach alles so weit wie möglich auf. Bis zur Unendlichkeit. Kriege ich hin. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Nomade. Ich dachte, sowas hättest du mit deinem Clan schon mal gemacht. Nein. Wir haben mal ein Clanmitglied aus einem Konvoi befreit. Aber sowas wie das hier... Das Risiko ist viel höher. Vermisst du es nicht? Was? Jobs wie diesen hier?
in einem Clan zu sein, zu einer Familie zu gehören. Könnte ich dich genauso gut fragen. Wie fühlst du dich so ganz alleine? Ich weiß nicht, ich denke schon manchmal darüber nach. Ja, manchmal denke ich darüber nach, wie mein Leben wäre, zurück im Clan. Und? Und nie scheint die ganze Scheiße es wert. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay, wir sind bei... Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Verlinken! Okay, ich bin bereit. Ich glaube, wir haben es übertrieben, Panam. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Oh, yeah. Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Wie scheiße, du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad... Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny. Verdammte Scheiße. Okay. Ich bin okay. Ja, es ist okay. Ja. Jetzt verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat das geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löse dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Und übrigens... Wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Lass uns das nicht versauen. Wir haben nur eine Chance, Panam. Wir dürfen das nicht vermasseln. Keine Sorge. Was ich anfange, bringe ich zu Ende. Immer. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hatte schon vergessen, was Stille ist. Mhm.
Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha, leck mich. Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Okay. Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar. Halt dich bereit. Noch eine Sekunde. Noch eine. Jetzt! Boom. Da ist er. Scheiße, was ist los? Was ist los? Gott, verdammt nochmal. Volltreffer! Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Höhe. Wir haben den Bastard! Holen wir ihn uns! Wir haben ihn! Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Over. Hey, wie? Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Stallion! Wie? Scheiße, was machen die hier? Die Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin Panam! Bleib weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kantau! Wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen. Aber das sind Konzerne! Sie hören mich nicht. Der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Ich hab frei auf dem Radar. Drohnen! Ja, mach dich bereit. Sie wollen uns aufhalten! Lassen wir sie aber nicht. Wir müssen zu Mitch und Scorpion. Weißt du? Anna, Problem! Ladehemmung! Scheiße! Nicht schon wieder! Ich mach das! Halt dich gut fest! Ich schalte auf Autopilot um! Klemmt! Verficktes Teil! Wir kleben uns am Arsch! Anna! Weiß! Verdammte Verschlüsse! Geh nicht auf! Oh nein. Geht schon. Okay, jetzt soll das klappen. Zumindest vorübergehen. Mehr brauchen wir nicht. Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Sehen die uns nicht? Ich aktiviere die Tarnung. Ihre Scanner sind im Arsch. Sie sind blind. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Antikaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht... Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle.
Nicht von, das sind nur meine Katzen. Keine Sorge, das kann man so nicht sagen. Der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Werden wir den irgendwie los? Vielleicht, aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Da sind 5 Kanks auf Patrouille. Kampfdrohnen. Die Verteidigungssysteme sind aktiv. Sie haben das Areal abgesichert. Sie warten auf Verstärkung. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Mitch und Scorpion leben noch. Wie finden sie? Hey, wir haben Mitch gesehen. Sicher haben sie auch Scorpion. Wir holen die beiden da raus. Falls sie noch leben. Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Ich erledige den Raketenwerfer, gib mir von hier aus Deckung. Bleib im Auto, du bist verletzt und kannst mir eh nicht wirklich helfen. Ich habe folgenden Plan. Du bleibst im Auto und ich... Mach mal halblang, kommt nicht in Frage. Ich komme mit, das sind meine Leute. Panam, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Du bist verletzt. Warte im Auto. Ich versuche, den Raketenwerfer auszuschalten. Ich... Na gut. Ich habe noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Es geht ab, die Luzi. Schnappen wir sie uns! Interessiert die. Kommt. Ey. Kann ich das irgendwie zoomen? Ich probier's.
perfekt, weiter geht's. Ich wundere, es ist nur meine Katze. Es ist nur alles okay. Soll ich das Geschütz ausschalten? Der Weg ist frei. Komm zu dir. Ja. Moment. Luke öffnen. Mach die Tür auf. Jetzt. Los, zurück. Zurück. Waffen fallen lassen, sonst schieße ich. Ganz ruhig, wir können anderen helfen. Ganz ruhig. Sofort. Noch können wir hier alle lebend rauskommen. Wir haben Verstärkung gerufen. Bullshit. Letzte Chance. Du musst nicht sterben. Reden wir. Warum sollte ich dir glauben? Panam! Ich bin nur Helmer. Du bist uns scheißegal. Lass ihn gehen und sag mir nur, wo euer Passagier ist. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Niemals! Der lügt! Du weißt es nicht oder du willst es nicht sagen? Lass mich die Systeme wieder zum Laufen bringen. Ich funk die Einheit an. Wir reden, Panam, aber nur... Du erinnerst dich an den Cowboy, oder? Panam! Oh, Scheiße. Geht's dir gut? Nur ein paar Kratzer. Verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Ist nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panam. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Sie ist gerade verloren. Scorpion, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, Panam, es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! 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 Bist du dir sicher? Nein! Oh Mann, Entschuldigung, Leute. Kannst du machen? Hey, die machen echt mehr Arbeit. Tut mir Am leid, wegen Scorpion. Sich alles, Panam. Alles. Mhm. Scorpion, deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Geht es dir gut? Alles okay. Brauchst du irgendwas? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Tut mir leid um eure Leute. Aber ich muss weiter. Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern. Ich ganz schön geirrt. Ich brauche den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Wir haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Wir wollten euch warnen.
hatten aber keine Verbindung. Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Ich verfolge sie. Du bleibst bei Mitch. Wie? Ich verfolge sie. Bleib du bei Mitch. Ich regel das. Ich komme mit. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Außerdem haben diese Wichser Scorpion getötet. Das werden sie noch bereuen. Diskutieren bringt bei ihr nichts, Wie. Lass es. Geht. Ich rufe meine Leute an. Wir kümmern uns um das hier. Wir lassen dir mein Auto hier. Zur Sicherheit. Aber Vorsicht, die Knarre klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Aber Panam... Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Rache, darum hilfst du mir also noch? Machen wir uns an... Wir müssen weiter. Scorpion und die anderen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ehrlich. Ich helfe dir, dich an Kang Tao zu rächen. Ich werde sie vernichten, Wie. Bis auf den letzten Schuss. Wir stecken hier zusammen drin. Bis zum bitteren Ende. Weißt du was, Wie? Du bist in Ordnung. Du hast mir mit Nash geholfen. Mit Mitch. Ich weiß, ich stehe in deiner Schuld. Deinen Hellmann. Ich werde ihn finden. Ah, also willst du nur nicht, dass ich bei dir in der Schuld stehe? Nein. Nomaden stehen füreinander ein. Oh, bin ich jetzt einer von euch? Du bist drin, Wie? Los, hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Okay, Leute. Da sage ich mal, ich mache jetzt den Cut. Entschuldigung, Leute, dass ich immer dauernd stumm mache, weil ihr wollt bestimmt die Katzen nicht hören. Ja, und dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Gen Yakuza. Tschüss. Let the darkness